So, meine Damen und Herren, da sind wir wieder zurück bei Star Wars Outlaws. Weiter geht's mit dem Live-Let's Play auf Twitch gestreamt, auf YouTube nachträglich hochgeladen. Und wir sind hier noch stehen geblieben. Wir sind in der letzten Folge aus der Söldnerbasis, der Syndikatbasis war's, ausgebrochen, rausgekommen. Und die müssen nach Danka zurück, also zu Danka zurück. Aber ich hatte in der Pause von der letzten Folge zu dieser Folge den Chat noch gefragt, ob ich den Schwierigkeitsgrad erhöhen soll. Und da meinten viele, ja, mach mal hoch, bitte. Deswegen Gegnerschwierigkeit herausfordernd schwer, Spielergesundheit Standard herausfordernd schwer und Fahndungsintensität legt fest, wie schwierig es ist für Kai zu entkommen, wenn sie vom Imperium gesucht wird. Ja, wir machen auch einfach mal hoch, um mal zu gucken. Ich kann es ja jederzeit wieder runterstellen, so ist immer gut. So, also. Chat schreibt wieder blöde Sachen rein. Passt schon. Machen sich weiter. Und wir laufen. Ich kann eigentlich mal schnell die Karte öffnen. Wo bin ich eigentlich rausgekommen? Hier, aha. Da haben wir ein Exit. Das ist eine Landezone. Schiffsmechaniker. Gleitermechanikerin. Das heißt, wir müssen eigentlich hier so durch und dann dahin. Ich vermute mal, dass wir auch hier oben durch können. Sieht gut aus. Die Bergbauunternehmen auf. Schneller! Sie brauchen Verstärkung! Wenn das Crimson Dawn war, wird Gorak nicht erfreut sein. Das waren wir in der letzten Folge. Okay, schön. So, wir wollten zurück zu Danka. Und wir haben ja erfahren, dass das eine Syndikat das andere Syndikat, glaube ich, über den Haufen ballern will. Das heißt, wir könnten uns da entscheiden, für die einen oder die anderen, also diese Info entweder für uns zu behalten oder halt weiterzuleiten. Aber das werden wir gleich sehen. Wir rennen mal zurück. Fancy Kleidung. Hallo? Goraks Lieblings-Botschka-Rezept. Habe ich den Test seines Kunden bestanden? Frag sie doch selbst. Das ist die Lehre von Crimson Dawn. Habe ich vorhin mit dir gesprochen? Du hast es geschafft? Das sollte mich wohl nicht überraschen. Man sagt, du hast schon etwas viel Größeres gestohlen. Ein Schiff? Das Lieblingsschiff von jemand Wichtigem. Hab keine Ahnung, wovon du redest. Erkennst du sie? Serek Besh hat eine ihrer Besten geschickt. Und die stellt eine Menge Fragen. Ein Todesmahl von Serek Besh? Was hast du denen gesagt? Nichts. Bisher. Arbeite nochmal für uns, dann bleibt es dabei. Die Pikes haben hier das Sagen. Und Crimson Dawn will das ändern. Ah, jetzt kommen wir zu der ersten Entscheidung. Wir können die, also, gut zur Erklärung. Von der letzten Folge hatten wir eine Information gefunden, dass Gorak über den Haufen schmeißen wollen. Ne? Und wir können diese Info jetzt aufbewahren für Gorak und ihm das sagen. Oder wir können hier Ruf dürftig, Crimson Dawn, Pike-Syndikat. Das ist jetzt die Frage. Ich glaube, das shiftet eh. Da sie uns ja jetzt momentan in der Hand hat und es wird ja nach uns gesucht, wäre es vielleicht nicht schlecht, wenn wir uns in der Richtung auch anfreunden, bis sich diese Gefahr gelockert hat, ne? Das heißt, wir werden uns hier für Crimson Dawn entscheiden. Aufgrund davon, dass wir das Vertrauen von ihr gewinnen müssen, dass wir hier, ne? Okay, Crimson Dawn it is. Ilera vom Pike Verräter erzählen. Ihr wollt was ändern? Einer von Goraks Leuten will ihn verraten. Ein hohes Tier bei den Pikes. Tislak Shah. Wirklich? Ah, sieh mal einer an, wie du mitspielst. Du lernst schnell. Hier,
Treibstoffinjektoren für das Schiff, das du nicht hast. Damit solltest du Toshara verlassen können. Du weißt über alles Bescheid, was? Nur über alles, was uns wichtig ist. Du hörst bald von mir. Also versuch, am Leben zu bleiben. Oh, eine Sache noch. Ja? Brams Bein verheilt sehr gut. Danke. Ich weiß wirklich alles. Du bist jetzt in unserer Welt, Kay. Bleib wachsam. Baka, ich hab die Einspritzventile. Zeit zu verschwinden. Nice. Das ging ja schnell. Warum so eilig? Die Bahnbrecher braucht Zeit. Zuwendung. Ach, keine Eile. Ich will nur in Bewegung bleiben. Na schön. Sieh mal, ob du mehr Arbeit findest. Die Teile sind nicht ganz billig. Ach, ich rede mit Danka. Aber es muss nicht perfekt sein. Bring sie nur zum Laufen. Achso, reden wir nochmal mit Danka. Also, Danka, hast du Arbeit für mich? Vielleicht. Hast du einen Ionenblaster? Jemand muss ein Versteck für mich plündern, aber ohne den kommst du da nicht rein. Ich kann meinen Blaster umbauen. Mach ich seit Jahren so. Ich brauch nur die Teile. Weißt du was? Ich hab einen Kontakt, einen Pantoraner namens Belo. Hat einen Laden in der Nähe. Ich sag ihm, dass du kommst. Wirklich? Ich meine, danke, danke. Ja, ja. Wenn der Blaster funktioniert, melde dich. Und Kay, ich bin nicht die Einzige, die Aufträge vergibt. Bleib ruhig, hör dich um. Hier findet man eigentlich immer was. Gut. Neue Tricks. Fähigkeiten. Nein? Warum habe ich keine neuen Tricks? Die gibt mir also nichts. Okay, Ausrüstung, Werkzeuge. Granate, stimmt, die hatten wir in der letzten Folge noch. Füge Gegner im Wirkungsbereich Schaden zu. Ja, so funktionieren Granaten, glaube ich. Hier haben wir einen Haufen Ressourcen. Hier haben wir einen Haufen anderer Sachen. Das wird wahrscheinlich erst später wichtig. Obwohl, vielleicht muss ich ja das ein oder andere verkaufen. Ne? So, ich glaube, wir sind jetzt, wir können ein bisschen freier agieren. Wir können Missionen annehmen hier in dem Gebiet. Das klingt für mich gut. Ja. Eine Gelegenheit ist in der Nähe. Ja, ich will mich schnell umgucken, ob die Karte mir was sagt. Gelegenheit, Huttenkartell. Sprich mit dem Vollstrecker des Huttenkartells. Das machen wir mal. Ich bin mal gespannt. Ja, hi. Woher kennst du meinen Namen? Ich bin immer auf der Suche nach neuen Leuten. Ich bin Verrick und habe einen echten Job für dich. Ein echter Job bedeutet echte Kredits, ja? Bei den Hutten schon. Die Pikes drängen sich in Jabbas Kreaturenschmuggelgeschäft, werben seine Käufer in den Kernwelten ab. Finde heraus, an wen sie verkaufen und schalte dann ihre Fabrikanlagen aus. Ich hätte gern die Hälfte im Voraus. Ich zahle, wenn du fertig bist. So geht's auch. Knallhart verhandelt. Die führen dich zu meiner Kontaktperson. Lass ihn nicht warten. Gnadenlos verhandelt. Ich hätte die Hälfte gerne im Voraus. Nö, okay. Passt. Ja, ey, so kann man es auch machen. Korrupter imperialer Offizier, folgen. Ich frage mich, was das sind. Habe ich eine Legende hier? Ich hätte gerne eine Legende. Navigation? Nein, okay. Warum flackert das Bild so? Das finde ich ein bisschen ungeil. Aha, okay, wir sind jetzt hier und dann gibt es noch ganz, ganz viele andere Gebiete, so wie es aussieht. Passt. Schön. Wenn ich für die Hutten arbeite, ist natürlich auch nicht schlecht. Neuer Trick, kaufe ein Ionengehäuse beim Dings. Ist das die Mission? Sorry, ich muss mich schnell zurechtfinden, ja? Das ist Sabotage. Das ist bei den Hutten dann. Und gibt ordentlich Credits. Aber dafür muss ich wohl weit. Dafür muss ich weit raus, so wie es aussieht, oder? Magst du mir schnell sagen, wo das ist? Ja, ja, ja. Das macht keinen Sinn, dass wir das jetzt machen. Das heißt, wir machen die neuen Tricks zuerst. Ich kann Doppelklick oder mit Space.
Beriks Kontakt ist draußen in der Steppe. Spritzt du gefällig nix? Ja, also... Nicht jetzt. Okay, das hier ist, das ist Pike Syndikat, wo ich die Sachen dann nehmen kann. Das sind andere Händler. Die Hutten werden sich nicht irgendwo anders verkaufen. Das Blitzflackern tritt öfters auf. Wenn es zu viel wird, Spiel neu starten. Das Problem hatten sehr viele. Okay, danke für die Info. Ja, wir gehen zuerst mal den Blaster verbessern und gucken mal, was wir da machen können. Und so wahnsinnig viele Credits haben wir derzeit auch noch nicht, von daher. Netter Laden. Hey, bist du Belo? Danke, schickt mich. Ah, ja. Ich habe gehört, dass du kommst. Okay, kaufen. Bestand der Fraktion. Verkaufen. Also wir haben viele Sachen gefunden, die wir verkaufen können. Da muss ich aber mal schnell drüber gucken dann. Kaufe ein Ionengehäuse beim Pfandleier. Okay, Ionengehäuse. Hier, Ionengehäuse. Toll. Und hast du ein paar Ionengehäuse für Blaster? Bist du neu in der Gegend? Sowas ist illegal. Nur die Syndikate haben solche Geräte. Oh, alles klar. Wacker, ich brauche was, Inoffizielles für meinen Blaster. Das wirst du stehlen müssen. Entweder von den Pikes oder Crimson Dawn. Wenn sie dir vertrauen, lassen sie dich auch in ihr Gebiet rein. Aber wenn nicht... Dann still und heimlich. Verstehe. Willkommen. Sehen Sie sich ruhig um. Wir können da einen Auftrag für die machen, oder? Damit wir uns dahingehend verbessern. Das heißt, wir könnten gucken, ob die Pikes vielleicht für uns einen Auftrag haben. Da könnten wir es kaufen. Also ich kann es entweder hier oder da stehlen, wie ich gerade Bock habe. Wir gehen mal ins Viertel, in das andere Viertel vielleicht. Hat der Händler ja sogar einen Auftrag für uns, dann können wir uns mit denen ja anfreuen, dann können wir es kaufen und müssen es gar nicht stillen. Irgendwie müsste man hier oben durchkommen, ne? Ja, das sieht richtig aus. Ich lese die Sachen nicht, ne? Max, hol die Beute. Sehr gut. Eine weitere Granate. Das muss Crimson Dawn Territorium sein. Ah. Sei besser vorsichtig. Mach dir nicht ins Hemd. Können die zuhören. Hat wirklich der bezahlen? Hat er schon. Er hat nicht mal die Schaltkreise angeschaut. Nur die frische Lackierung. Ich an deiner Stelle würde keinen Pike bescheißen. Das ist doch nur Jinjo. Der bewacht seit Jahren bloß die Spielhallen. Bis der merkt, dass er Schrott gekauft hat, bin ich längst weg. Okay. Ein wertloses Schiff. Eine Information. Jinjo findet sich beim Wachdienst im Glücksspielviertel. Ein Pike namens Jinjo ist Opfer einer Betrügermasche geworden und hat ein wertloses Schiff gekauft. Das könnten wir ihm verraten, dann wäre sie am Arsch. Das würde uns bei den Pikes einen besseren Ruf einbringen, ne? Ist halt die Frage, ob wir das machen wollen. Es ist so ein Drecksspiel. Also, das Spiel ist witzig, aber die Aktion, die wir machen müssen, wir müssen irgendwie jemanden opfern oder so, damit wir... ne? Gut. Also, bei den Crimson sind wir gut, wir sind hier im guten Bereich. Hier sind wir dürftig, hier sind wir auch dürftig, alles klar.
sprechen auf Huttisch. Der schlimmste Auftrag aller Zeiten. Das ist sie. Was? Sei doch nicht so laut. Sie kommt uns direkt an. Die reden über mich, glaube ich. Will das Blastertal aus dem Pike-Viertel oder aus dem Crimson? Okay. Ich weiß nicht, ob das so smart ist, das einfach direkt so zu nehmen, ne? Hey, Wacker. Wo lagert Crimson Dawn wohl ihre Blasterteile? Ich habe gehört, die haben ein ganzes Lagerhaus voll mit Diebesgut. Wenn das stimmt, dann werden die Teile wohl dort sein. Das haben die nicht gesehen. Okay, das ist eine Aktion, die ich hier nicht machen sollte. Wir machen es trotzdem. Was war das? Was? Kein Geräusch im Lagerraum. Sollen wir Shit. Nachsehen? Auf keinen Fall. Okay, komm nicht. Achso, ich hätte hier durchgekonnt, dann wäre ich auch reingekommen. Ja, lol. Ja, nicht den Schacht öffnen. Aha, den Schacht öffne ich mit dem Ding da. Jetzt habe ich es gecheckt. Verstehe. Okay, ich bin noch nicht fertig, um die zu bestehlen, ne? Ich meine, wenn die nicht wissen, dass ich das war. Hi. Dass die sich nicht wundern, dass wir... meinen kleinen Freund schicken. Ja, aber... kann ich nicht, wenn es schon aktiv ist. Und es ist schon aktiv. Weil die von der anderen Seite kamen, ist es aufgegangen. Also es dürfte ja, glaube ich, kein Problem sein, dass ich hier einfach bin. Ja, alles ruhig. Ich sollte mir in die Tasche nix. Super. Was? Das wird ein guter Tag. Ich frage mich, ob das jemals scheitert. Ja, verstanden. Hi. Hey. Du hältst eine große Menge Adrenalin, wenn du jemanden aus dem Hinterhalt niederschlägst. Erhöht die Schießgenauigkeit beim Schießen aus der Hüfte oder beim Laufen. Okay. Ja, nett. Also die Kleider bringen doch noch verschiedene Sachen, das ist ganz sweet. Siehst du was? Ich sollte mich bald mal melden. Es war so leicht. Wirklich? Schmuggler versteckt. Okay, wir haben eine Info gefunden. Das heißt, die Sachen, die wir hier lesen können, geben uns teilweise auch... Hallo. Weitere Infos. Wo genau bin ich eigentlich? Okay, ich bin hier komplett in dem Crimson Viertel. Also wir können es entweder aus dem Pike-Viertel stehlen, das Pike-Viertel ist hier hinten, das Crimson-Viertel ist hier. Aber mit dem Crimson-Viertel haben wir es ja, also wir haben es mit den Crimsons ja theoretisch gut. Oh, sorry, ja. Kann man hier durch? Okay. Also, ich darf da nicht rein.
Ich will die Crimsons eigentlich jetzt nicht bestehlen, weil wir es mit denen ja einigermaßen gut haben. Also, wie soll ich es mal so sagen? Ich klaue die Sachen hier sehr gerne. Sobald der sich zum Beispiel umdreht oder so. Aber wenn ich da reingehe und ich werde entdeckt, dann sinkt die Beziehung bestimmt runter. Das heißt, wir nehmen hier mal schnell alles mit, was nicht nied- und nagelfest ist. Ja, wenn es zwei sind, stehen wir mal nicht. Wir gehen noch ins andere Viertel. Wir haben uns das hier jetzt angeschaut. Das finde ich ganz gut. Ich finde es auch schön, wenn wir die Sachen ein bisschen erkunden. Also wir wissen, okay, das ist jetzt das Viertel. Alles klar. Dann schauen wir bei den Pikes noch schnell. Das Schönste ist eh, wenn man sich ein bisschen in die Welt einfügt. Und genau das machen wir. Ne, alles ein bisschen anschauen ist gut. Und uns hat hier jetzt niemand entdeckt, das heißt, die Beziehung bleibt gut. Wir haben relativ viele Ressourcen dadurch gekriegt. Supi. Und ich würde noch gerne wissen, wo die Hutten dann sind. Die müssen ja auch irgendwo noch sein, ne? Also. Was darf es denn sein? Das Übliche? Ich glaube, für die Pikes müssen wir da durch, ne? Ja, das sieht gut aus. Ernsthaft? Wir wissen doch beide, dass es auf Toshara ohne das Imperium besser war. Du meinst wohl, wir setzen uns mit dir ein bisschen auf und genau das ist dieser Ort gebraucht. Okay. Ich weiß gar nicht, ob ich überhaupt in das Viertel rein darf. Hey, du! Ich strenge mich mehr an. Alles klar, weil wir eine dürftige Beziehung mit denen haben. Wird schwierig, da überhaupt reinzukommen. Hey, Sie! Hi. Schauen Sie sich doch mal um! Zugriff verweigert, okay. Machen Sie es gut. Wir sehen uns. Anlehnen. Also das hat bis jetzt ja noch nie wirklich was gebracht. Ich nehme an, es gibt mehrere Seiten, wo man rein kann. Also ich vermute, dass wir hier in dem Gang dann von hier so rein können. Ich glaube, hier ist blockiert. Das heißt, wir können mal außen rum und schauen, ob wir hier einen Zugang haben. Oder wir gehen ganz außen rum und gucken, ob wir von da einen Zugang haben. Oder wir versuchen im Vorfeld die Beziehung mit denen zu verbessern. Ah, wir haben Schnellreisepunkte, super. Auch da. Ja, dann gehen wir mal fix von der Seite mit dem Schnellreisepunkt. Ich gucke, ob wir von der anderen Seite rein können. Bin ich doof jetzt? Nein, ich laufe nicht falsch. Also, hier können wir nicht rein. Wir haben aber rechts entweder einen Gang, wo wir rein können. Hier drüben! Gut, wollen wir handeln? Handeln? Was handeln? Was immer du willst. Die Miyuki-Handelsjäger geht jeden Tag bleiben. Wenn du was hast, kaufen wir es gern. Eigentlich gerade nicht. Alles klar, aber hier haben wir einen potenziellen Schmuggler. Behalten wir mal im Hinterkopf. Ein bisschen erkunden ist sicher nicht verkehrt. Schau an. Schau an. Gefälschte ID-Chip. Ja, perfekt. Falls nochmal was schief geht. Haben wir Multipass. Multipass. So. Ich glaube, den Witz versteht nicht jeder. Nur die Leute, die das vierte Element gesehen haben. Also, wir schleichen hintenrum durch.
So. Ah ja, so sind die schon mal rein. Das fünfte Element, ja, entschuldige, nicht das vierte Element. Wie der Chat mich sofort korrigiert. Hey, das ist übrigens das fünfte Element. Irgendeine Ahnung, wo die Pikes ihre Ersatzteile lagern? Kein Glück so mit Crimson Dawn? Lass das mal meine Sorge sein, ja? Okay, okay. Okay. Ich habe meinen Job für Gorak erledigt und einen Blick in den Unterschlupf werfen können. Das war, bevor sie mich gefeuert haben. Es gibt eine Sicherheitslücke. Such nach einem Luftschacht. Weißt du was, wir machen das anders. Ich will... Wir machen das anders. Wenn ich die Beziehung zu denen verbessere... Ich muss kurz gucken, wo steckt der denn? Genau, das wertlose Schiff. Die Frage ist, wenn wir mit dem reden, der bei den Pikes ist, verbessern wir dann die Beziehung zu den Pikes? Ich würde das eigentlich gerne im Vorfeld schnell testen. Weil dann können wir hier in einem Teil des Pike-Gebietes wahrscheinlich einfach frei rumrennen, dann muss ich nicht schleichen und so. Das vierte oder das fünfte Element? Das vierte Element ist die schlechte, ist der schlechte Abklatsch von dem. Nein, ich meinte das fünfte Element, bitte, Entschuldigung. Also, wir reden mal schnell mit ihm und hoffen, dass wir die Beziehung zu den Pikes dadurch verbessern und so eine Option haben. Ah, das ist unten. Wo steckt der denn? Also es soll ein Wachmann sein, der wieder irgendwo bewachen dann, ne? Ah, hier könnten wir wieder wetten. Okay, cool. Kann sein, dass es zu den anderen verschlechtert. Ja, möglich. Wir sind nicht hier. Ja, hier. Hi. Bist du Jinjo? Und wenn ich es bin? Der Schlickwühler, bei dem du dein Schiff kaufst, will dir einen Schrotthaufen andrehen. Das taugt nichts. Man kann hier einfach niemandem trauen. Du willst bei den Pikes aussteigen? Wäre eine Schande, wenn Gorak davon hören sollte. Vielleicht erkauft das dein Schweigen. Ich weiß von nichts. Okay. Ich habe in dem Dialog irgendwas verpasst. Ich will dich was fragen. Ja klar, frag mal. Uff, den Blick kenne ich. Ich bin in der Nähe von Casinos aufgewachsen. Manchmal hört man besser auf. Ich weiß, ich kann es schaffen. Ich brauche nur ein paar Kredits. Den Gewinn teilen wir. Ehrlich. Tut mir leid, aber ich weiß, wie das endet. Du musst an mich glauben. Das Einzige, was wir machen könnten, ist, dass wir das Ganze ein bisschen manipulieren. Vielleicht könnte das funktionieren. Sie haben es gehört. Weitergehen. Okay, da wurde jemand eiskalt erledigt. Gut, wir schleichen uns nochmal rein. Ich glaube, eine andere Wahl haben wir nicht. Ja, passt. Wir schleichen. Ist halt nochmal der gleiche Weg. Bisschen langweilig, aber... Da kommen wir raus. Hier. Hier durch was. Können wir einfach eine Waffe schnappen und voll durchkämpfen. Aber wir versuchen nochmal zu schleichen. So. Bikefädel, ja.
Ah nee, geht nicht. Wir dürfen keine Waffen benutzen. Oben haben wir so eine Pistole mit einem durchgestrichenen Dings. Symbol. Ich vermute, wir können einfach den gleichen Weg nochmal gehen, den wir schon mal gegangen sind. Ja, das sieht ja aus wie in der letzten Folge. Ja. Hm. Nett. Das letzte Mal war da oben eine Wache. Nix, zeig, was du kannst. So, also das müsste bei den Quests immer dabei stehen, wenn man was kriegt, oder nicht? Okay. Ja, die werden jetzt kommen. Ja, die haben mich aber nicht gesehen. Okay, aber das wäre jetzt dieses... Ganz ruhig, ich ergebe mich. Ah, die können mich durch dieses... Okay, ja, sorry. Die können mich durch dieses Ding sehen, ich verstehe. Hat das die Beziehung jetzt verschlechtert oder haben die ich nur... Okay, die werfen mich nur raus und nichts passiert, schön. Eine Gelegenheit ist in der Nähe. Wo bin ich eigentlich? Nein. Ich will es eigentlich schon von den Pikes stehlen. Obwohl im Grunde genommen spielt es gar keine Rolle, oder? Ob ich jetzt von den Crimsons. Komm. Bei den Crimsons haben wir doch wenigstens noch Zugang rein, ne? Da müssen wir nicht den ganzen Weg schleichen. Ich denke, ohne den Strich spielt das ja gar nicht so eine große Rolle. Am Ende ist nur wichtig, dass wir über die Runden kommen. Der Rest ist schnurzegal. Hoffe ich. Ich muss mein Blaster aufrüsten. Mal sehen. Ich frag mich, woher ich als nächstes versetzt werde. Es war so leicht. Wirklich? Bin ich fertig. Hier kann man Verfolger leicht abschütteln. Ist hier jemand? Okay, soweit so gut. Oh. Hast du was, Kleiner? Zieh dran. Ich hoffe, die drehen nicht sofort um. Oh shit. Siehst du was? Nix? Hilfst du mir mal? Okay, die kommen zurück. Moment. Nein! Das war wohl nicht schnell genug. Normal. Wow. Ist hier jemand? Let's go. Weiß nicht, ob das wahnsinnig smart ist, was wir gerade machen, aber hey. Okay. Was siehst du? Aha, wahrscheinlich ist das gleiche wieder. Es ist schön, dass wir die Infos ihnen gegeben haben und sie jetzt bestehen.
Unterschlupf sein. Ist jemand in der Nähe? Wir nehmen alles mit. Hey, das Stehen ist voll witzig. Könnte nützlich sein. Okay, warte, hier haben wir noch was. Hey, das dürfte passen. Deine Info war Gold wert. Ich hab das Teil. Hast du eine Werkstatt oder so, die ich benutzen kann? Ich hab was Besseres. Auf der Bahnbrecher gibt's eine Werkbank, die ich zum Laufen gebracht habe. Außerdem habe ich das Schiff zu einem richtigen Dock in einer Siedlung namens Jaunters Hoffnung gebracht. Da ist das netter, bequemer. Na gut. Okay, die Schlüsselkarte ist falsch, wahrscheinlich. Ich geh mal schnell auf den Rechner hier zugreifen. Hallo? Ah, vermutlich muss ich stehen. Okay, hey, wir wenden das Gelernte jetzt an. Also, wir haben 4 Versuche. Wir machen einfach ganz einfach so. Okay, der ist richtig. Das heißt, wir machen den mal im ersten rein. Den und den. Okay, die beiden sind richtig. Das heißt, wir müssen die jeweils nur noch tauschen. Jetzt muss ich kurz gucken. Der kommt hier rein und dann kommt der da rein. Und das ist offen, super. Okay, Tab im Journal ansehen. Was haben wir denn? Eine Konsole in der Nähe sollte die Fundorte der 3 Schlüsselkarten anzeigen können. Ah, jetzt haben wir die Schlüsselkarten bei uns, also im Crimson Viertel. Die angezeigt werden. Lass mich mal schnell gucken. Eine Konsole in der Nähe sollte die Fundorte der 3 Schlüsselkarten anzeigen. Also mehrere haben diese Schlüsselkarten vermutlich. Muss ich kurz gucken. Das ist ein Schatz. Das ist der Tresorraum. Siehst du mich nicht? Kann ich da nichts einklemmen, um das zu halten? Wahrscheinlich nicht, ne? Das muss wieder der kleine Tu nicht gut machen. Oder wir springen irgendwo anders raus. Ich bin gerade ein bisschen irritiert. Also. Eine Konsole in der Nähe sollte die Fundorte der 3 Schlüsselkarten anzeigen. Elena Schlüsselkarte befindet sich im Versteck von Crimson Dawn. Da habe ich Schlüsselkarte von Schiffsdieben gestohlen, in ihrem Lager versteckt. Aha, die sind nicht hier in der Nähe, sondern die sind wirklich weit weg. Das hier ist nur, wir haben das jetzt gelesen. Müssen wir dann... Also wir brauchen ja theoretisch die Schlüsselkarte, also das geht jetzt nicht auf die Schnelle. Wir brauchen mehrere Schlüsselkarten hier. Oder vielleicht eine Schlüsselkarte, um hier rein zu können. Ich vermute, eine müsste reichen. Die 3 sind nur die Standorte. Okay. Dann werden wir einen der 3 suchen. Wir werden gleich gucken, welcher am nächsten ist. Wir machen uns auf den Weg. Lalala, lalala. So, also. Schön. Schauen wir mal schnell. Nein, ich will die Karte aufmachen. Ich bin noch ein bisschen ungeübt. Aha, so, rauszoomen. Okay. Das heißt, hier haben wir eine. Ich glaube, die anderen... Ah ja, hier ist die andere. Und die dritte ist sogar noch nicht mal auf dem Planeten hier. Ich würde also sagen, wir gehen die Schlüsselkarte da mal holen, kehren dann zurück. Und dann können wir das aufmachen. Und da drin ist das, was wir brauchen. Tschüss.
Ich kann doch sicher auch schnell teleportieren, um schneller wieder rauszugehen, oder? Ja. Wir waren gar noch nicht auf der Seite in der Stadt, ne? Genau. Jetzt zuerst mal die Schlüsselkarte, ich finde das wichtig. Eins nach dem anderen. So, ich hatte irgendwo meinen Speeder parkiert. Also eigentlich müsste der hier sein. Aber wo? Das ist eine Landezone. Wo ist mein Speeder? Besuche eine Gleitmechaniker in der Nähe, um deinen Gleiter auszurüsten. Wir bieten den kompletten Schiffsservice. Okay. Verbesserungen, bereit zur Installation. Hilfe. Sie benötigen Materialien, können von Händler gekauft oder von Syndikat kontrollierten Gebieten wie der Viertel und Territorien gefunden werden. Okay, wir brauchen also Resis. Ein Standardgleitertriebwerk mit passabler Leistung. Silvanisches Eisen. Silvianisches Eisen. Ein paar Credits. Kann es mit Z holen, steht ganz unten. Danke, Chat. Wir machen einfach mal. Ich meine, hä? Luftverhalten, Panzerung. Ah, cool. Warum nicht? Weiß nicht, ob das wahnsinnig smart ist, aber wir machen mal. Sie werden nicht enttäuscht sein. Sweet. So, hier hatten wir auch noch einen. Bereit, Nix? Achso, hier steht ja mein... Wurde der vorhin schon angezeigt? Nein, den wollte ich suchen. Schiffsteile im Angebot. Okay, ja, wir haben natürlich noch kein Schiff, deswegen haben wir auch keine Schiffsteile. Bist du bereit? Ach so, mit C kann ich mich umsehen, indem dass ich da nach hinten gucke, alles klar. Verstehe. Okay, ey, ich muss aber sagen, die Welt sieht schon verdammt cool aus. Sieht unser Leben jetzt wohl aus, was nix? Wir sind allein. Also komplett allein. Das wollte ich natürlich. Ich wollte herausfinden, ob das geht oder nicht, ne? Dann hätte uns niemand mehr auf. Nie. Dann sind wir gemachte Leute. Sind das Flatternester? Willst du nachschauen, Nix? Okay. Da ich die Karte haben will, machen wir... Also, ich mache gerade Primärkarte, ne? Wir werden dann in den darauffolgenden Folgen da gemütlich noch reinschauen und gucken, was es sonst noch so gibt. Dann wird zuerst mal entspannt den hier. Ein Crimson Dawn Versteck. Das müssen sie nur nachkorrigieren, dass wenn ich in der Nähe von Loot bin und ich will den Loot aufnehmen und ich bin aber auch in der Nähe von so einem Ding, wo ich runter kann. Oh shit.
Hat er einen toten Winkel? Nein, er hat nur hier hinten einen toten Winkel. Also, komm nochmal. Na, da kommt nur einer, hä? Wenn diese Schicht vorbei ist. Ich sollte mich bald mal melden. Hast du schon gehört, seit dem Bericht? Was? Ja, weiß ich jetzt nicht. Pfeifen jetzt einfach alle nach und nach hier rein? Ich will die von den Crimsons jetzt mal vorerst nicht killen, ne? Das hier ist der langweilige Guten Tag! Ich höre hier hinten noch einen brabbeln. So schön ruhig, Kumpel. Achso, das sind zwei, die halten Aussicht. Da haben wir nochmal eine Kamera. Passt schon. Ja, da ist nochmal jemand. Ist alles ruhig, glaube ich. Das ist was Feines, Minix. Fein. Feini. Er ist so toll. Endlich mal ein Content Creator, der das Spiel auf Sneaky spielt. Ja, manchmal, manchmal nicht. Gerade so, wie es sich anbietet. Ich überlege gerade, ob ich hier überhaupt schleichen muss. Ich glaube nicht, ne? Ich meine, ich hab's mit denen ja gut, oder? Von daher, wir werden es gleich sehen. Okay, wir müssen hier nicht schleichen. Da haben wir schon zwei Leute ausgeschaltet. Ach, schön, okay, cool. Ja, wir können Sachen kaufen, es ist wunderbar. Es ist wunderbar. Also, wir können das Triebwerk-Ding kaufen, der Preis ist runter. Oder wir stehlen die Sachen. Noch niemand gesehen? Ich freue mich auf meine Ablösung. Oh, sorry. Sabotieren. Magst du ihn schnell ablenken? Ich frage mich, ob ich die auch K.O. schlagen kann und dann die Sachen einfach ausrauben. Verstehe. Es ist halt ein bisschen abhängig davon, für wen ich mich halt, ne, bedinge am Anfang. Also wenn ich jetzt bei den Crimsons bin, dann war's das schon. Aber was? Für was habe ich den jetzt eigentlich kaputt gemacht? Das habe ich nicht gecheckt. Hast du was, Kleiner? Ich hasse Wachdienst. Oha. Also hier dürfte ich jetzt nicht mehr sein. Gibt es auch von der anderen Seite eine Möglichkeit reinzugehen? Ich will jetzt nicht einfach alles über den Haufen schießen, das ist ja auch Blödsinn, oder? Hm. Ah, ich habe den Alarm sabotiert, ich verstehe.
Ich muss doch sicher eine andere Möglichkeit noch reingeben. Das kann nicht der einzige Weg sein. Das wäre ja ein mega blöder Weg. Ich meine zu sehen, dass ich auf der rechten Seite was gesehen habe. Wir gucken mal schnell, ob es da vielleicht eine Möglichkeit gibt. Ich hoffe, es ist in Ordnung, dass ich hier und da ein bisschen erkunde und Sneaky bin und so. Ich meine, wir könnten einfach irgendeine Blasterkanone nehmen und dann rennen wir durch das Gebiet durch und schießen einfach alles nieder. Dann bin ich super schnell mit der Story durch, aber irgendwie verfehle ich dann, glaube ich, das Ziel vom Spiel. Ne? Man soll ja auch ein bisschen schleichen. Zwischendurch mal ein bisschen ballern ist sicher auch ganz witzig, aber... Okay. Ich habe den schleichenden Eindruck, dass wir da tatsächlich irgendwie rein müssen. Ich habe einfach noch dreimal nichts gemacht, ne? Ich will kurz gucken, ob wir sie beklauen können, weil theoretisch ist sie Händlerin, ne? Hab nichts gesehen. Also wir knocken sie so nur aus. Unten war doch Klettern nötig. Okay, wir gehen nochmal. Ich hoffe, die ist jetzt nicht tot. Unten war Klettern möglich. Immerhin bin ich fast fertig. Wo hast denn du Klettern gesehen? Ich habe ihn nirgendwo klettern gesehen. Ah, okay. Ja, dann hast du dich missguckt. Ja, wir gehen hoch. Let's go. Den Handelsshop ausrauben, machen wir gleich. Was war das? Ich will den hier hinlocken, dass der andere alleine ist. So schwierig hatte ich mir das nicht vorgestellt. Ich sollte mich mal melden. So, kann ich den Shop hier ausrauben jetzt? Nö. Ne, ich kann mit der nur handeln. Ich kann von ihr die Sachen auch nicht nehmen. Hey du, weg hier. Okay. Aber ich kann ihn. Ich kann ihn theoretisch auch hier hinlocken und dann kann ich ihn auch hier hinlocken und dann kann ich den K.O. schlagen. Sieht das noch jemand? Ich meine, er ist eigentlich ein bisschen broken. Locken wir ihn bis in die Stadt und schlagen ihn da K.O. Raufel. Komm mal. Also so umständlich aufwendig werden wir das nicht jedes Mal machen. Ne? Das kann nicht sein. So, liegen alle im Gras. Wunderbar. Es ist Böses im Busch. Ja. Hast du was, Kleiner? Dieser Wachdienst macht mich krank. Sonst gibt es nichts zu tun.
Na. Leg los, Nix. Sollen wir das Vieh umnieten? Mit uns, Mann. Moment mal. Ich hab's mir etwas besser vorgestellt, um ehrlich zu sein, aber es ist, glaube am Ende des Tages aufgegangen. Niemand weiß, dass ich es war. Also, lass mir mal so stehen, okay? Nee, lass das mal so stehen. Kann man hier durch? Nein, ne? Okay, wir holen die Schlüsselkarte. Und dann gehen wir zurück. Und dann können wir Theo. Ich nehme an, dass wir mit einer Schlüsselkarte den Tresor dann öffnen können. Und dann kommen wir an die Materialien, die ich brauche. Ansonsten muss ich mir überlegen, ob wir das bei den Pikes machen. Weil es bei den Crimsons etwas aufwendiger ist. Obwohl ich vermute, bei den Pikes ist es genauso. Sind das für ein Robo? Ich hab schon wieder vergessen, mir was zu essen mitzubringen. Das ist jetzt nicht so gut. Ich soll bald Kontakt aufnehmen. Jetzt nur nicht auf der Zielgeraden stolpern. Lenk sie ab, Nix. Was ist das? Moment mal. Nee, komm jetzt. Okay. Okay, das geht leider nicht. Ja, ich hätte mir eine Granate regeln sollen. Ich wollte es leise machen. Der Bot ist mühsam. Ja, okay. Bitte dazu. Geh in Deckung, Nix. Ja, das tut mir jetzt eigentlich leid, dass ich die umgenietet habe, aber ich glaube, ich werde mich da wohl dran gewöhnen müssen, ne? Damit kann ich arbeiten. Gut, auf der anderen Seite, wenn alle tot sind, gibt es auch keine Zeugen, ne? Gut, ich wollte die Schlüsselkarte von hier. Nice. Neuer Anzug. Okay, haben wir die Schlüsselkarte jetzt von hier mitgenommen? Hol mir den Blaster, Nix. Muss ich mir anders überlegen? Das brauche ich. Also, warte mal schnell. Schnellreiseziel. Wir haben das theoretisch jetzt gemacht. Das war's, ne? Das ist einfach ein kleines Abteil, wo die jetzt hier ihr Lager aufgeschlagen haben, wo die Sachen drin sind. That's it. Okay, ja, ich glaube, das ist soweit gut. Auf der Anzeige ist es auch als abgeschlossen. Von daher sieht das auch gut aus. Gut. Obwohl, warte mal schnell. Wenn drei Gegner oder mehr auf dem Fleck stehen, ist es schwer, den Nacken auszuschalten. Ja, ich hatte gehofft, dass ich einen oder zwei vielleicht wegkriegen kann. Also bei Journal schauen. Stimmt eigentlich, ne?
Ja. Den haben wir. Den einen haben wir. Das heißt, wir können jetzt zurück, können die mit der Schlüsselkarte das aufmachen und kriegen wahrscheinlich das Blaster-Upgrade, das wir brauchen. Ja, das mit ganz, ganz wenig Verlusten, würde ich sagen. Kann ich eigentlich theoretisch eine Schnellreise hinmachen? Ja. Kann dem nächsten eigentlich was passieren? Das weiß ich nicht. Aber wenn ihm was passieren kann, bin ich untröstlich. Hallöchen. Ja, hallo. Ja, die Beziehung ist gut. Wir sollten eigentlich die Beziehung zu allen verbessern, dann müssen wir nämlich nicht so weit schleichen, sondern erst in den Bereichen 1 weiter. Du brauchst alle drei Karten zu öffnen, aber nicht für das Blasterteil, das liegt im Tresor rum. Ach so, ich gehe trotzdem nochmal hin. Dann habe ich das einfach vorher nicht gefunden. Sorry. Bleib versteckt, ja? Okay, let's go. So, gehen wir nochmal rein. Gehen wir nochmal runter. Kann es sein, dass ich das vielleicht schon mitgenommen habe und gar nicht gecheckt habe, dass ich es schon mitgenommen habe? Einen Moment mal schnell. Ah, setze das Ionenmodul zusammen. Ich habe das schon lange. Ja, ich brauche alle drei. Okay, wir haben zwei von drei. Aber trotzdem gut. Okay, alles klar. Das heißt, wir haben das theoretisch schon mitgenommen und ich dachte, das sei da drin. Aber da wissen wir jetzt Bescheid. So. Also, ich wollte das zusammensetzen, ne? Setz das Ionenmodul zusammen. Dafür müssen wir nochmal raus. Okay. Wir fahren von hier aus. Trifft es immer mich? Wie wär's mit einer Spritztour? Gut, wir fahren da noch hin und setzen das mal zusammen. Bin mal gespannt. Kann ich übers Wasser fahren? Ja. Imperiumsterritorium. Yeah, ich habe unnötige XP-Sachen von Ubisoft gekriegt. Nice. Boah, sieht das geil aus dahin. Guck mal den Berg. Ein Loch in der Mitte. Sorry. Oh, warte, da haben wir noch Fragezeichen. Ich kurz gucken. Eine neue Schatzposition. Abenteuer. Ich nehme an, da muss ich nichts wieder reinschicken, irgendwie. Oder ich kletter irgendwo hoch. Hm.
Okay, halt das mal offen. Vielleicht brauche ich dafür eine stärkere Waffe, das könnte auch sein, ne? Nix, schnapp dir das. Er ist so süß. Gut gemacht, Kleiner. Kannst du das für mich offen halten? Ich glaube, das Ding hat keinen Strom und ich muss mit der Waffe drauf schießen, um es Strom zu geben. Ich vermute, ich kann meine Pistole upgraden, um dann Stromgeschosse drauf zu kriegen oder so. Sieht zumindest so aus. Weil die anderen, auf die wir geschossen hatten, die haben so leicht geblitzt. Das heißt, die hatten Strom drauf und da muss ich den Strom runternehmen. Ich nehme an, der hat keinen Strom drauf und ich muss Strom drauf geben. Wir kommen zu einem späteren Zeitpunkt nochmal hier. Ja, und das Hoffnung. Hier hat Wacker also die Bahnbrecher hergebracht. Ja, mir gehört die Welt. Wir parken irgendwo. Ach so, hier hat er das Raumschiff hingebracht. Jetzt habe ich es gecheckt. Wow. Sieh dir mal das Schiff an, Nix. Wacker war fleißig. Wacker, Wacker, eh, eh. Wacker, hast du das echt alles ganz allein geschafft? Mhm. Harte Arbeit, die sich aber auszahlt, wenn diese Schönheit durch die Atmosphäre dahin gleitet. Ja, sicher. Willst du jetzt diese Einspritzventile? Nein, nein. Behalt die mal lieber noch ein bisschen. Teure Teile lernen hier gerne mal das Laufen. Okay. Da ist die Werkbank. Da ist die Werkbank. Lernen wir das. Also, wir können Sachen konfigurieren. Hilfe. Naja. Also, wir brauchen verschiedene Ressourcen. Ich vermute, das funktioniert ähnlich wie bei den Gleitern. Kennstücke für Blaster konfigurieren werden von besonderen Individuen verliehen, auf die Kay während ihrer Abenteuer trifft. Aha, das heißt, dass wir den Blaster upgraden, das wird Schritt für Schritt während der Story freigeschaltet. Andere Materialien, die zur Verbesserung des Blasters benötigt werden, können von Händlern gekauft, aus imperialen Einrichtungen gestohlen und in versteckten Schmuggelanlagen gefunden werden. Für Top-Verbesserungen werden einzigartige Kernstücke benötigt. Wo diese zu finden sind, wird in deinem Infojournal angezeigt. Okay. Gibt es mehrere Planeten im Spiel? So wie es aussieht, ja. Punkt. Okay, so. Das verbessert die Genauigkeit. Strahlenbeschleuniger, 2 von 2. Genauigkeit des Blasters. Ich fand jetzt nicht, dass der ungenau war. Salve. Das ist das besagte Ionengehäuse, das wir jetzt geholt hatten. Das heißt, wir machen den mal drauf. Ionisierte Partikel. Gegen Schilde und Druiden. Ach so, gegen den wir vorhin gekämpft haben, das war ein Druide, ja, offensichtlich. Und das macht hier den effektiver gegen Druiden. Und Schilde. Keine Ahnung. Etwas Druidika-ähnliches vielleicht. Ja komm, ich würde sagen, wir verbessern das auch gleich noch, wenn wir die Ressis eh schon haben. Okay. Cool. Also, kleines Upgrade-Ding. Wir können das Aussehen noch nicht ändern. Das habe ich schon lange nicht mehr gemacht. Danke, mein Blaster wäre dann soweit. Alter, ist das... Willst du mir jetzt diesen Auftrag geben? Ja, Belo meinte, dass du bei ihm warst. Ich schickte den Fundort des Lagers. Verschaff dir Zugang und nimm alles mit. Alles klar, das schaffe ich. Gut, komm nach Jaunters Hoffnung, wenn du fertig bist. Ja, wahrscheinlich ja. Gucken, warte, öffnen. Öffnen wir denn? Alles klar. Ihr Lehrer hatte recht. Sliro hat ein Todesmal auf mich ausgesetzt.
Na gut. Dann müssen wir uns was einfallen lassen, bevor sie Rickbash uns findet. Verstehe. Wir haben Kopfgeldjäger, die auf uns angesetzt wurden, ne? Das wurde ja schon mal gesagt, aber das ist jetzt, also, ne? Damit offiziell Kleiderschrank benutzen. Also das hier gibt man keinen Boni. Das gibt mir auch keinen Boni. Erhöht die Magazingröße von erbeuteten Waffen. Ich würde sagen, wir machen das mal, weil das schon passt, ne? Talismane. Sorgt bei Erhalt von tröstlicher Präsenz. Ah, das ist in der Cutscene diese Münze, die wir gekriegt haben von der Mutter, die diesen Glückschip gegeben hat, das Glücksbringer. Total süß. Ist ein Space Glow, ja. Jetzt erst ein wenig durch das Dorf spazieren gehen. Das werden wir in der nächsten Folge machen. Wir werden uns das Dorf gemütlich anschauen. Oh, nett. Weil ich glaube, es ist für die nächste Folge ganz cool, dass wir... Kann ich hier auch noch was machen? Wahrscheinlich kann ich da dann auch noch was machen. Hier kann ich sicher auch noch was upgraden. Wenn wir uns das Dörfchen dann anschauen und ein paar Missionchen anschauen hier und so, ne? Mal schauen, ob es hier ein paar Sachen gibt. Ich meine, es sieht spannend aus, ne? Ein paar Sachen haben wir hier. Erstmal Gleiter. Uns ein bisschen umhören. Vielleicht haben wir hier ein paar Missionen. Mal ein paar Nebenmissionen. Das finde ich mal schön für die nächste Folge. Gut, ihr wisst, wie es funktioniert. Like da lassen, Kommentar lassen, wenn ihr es auf dem Let's Play Channel guckt. Und gerne Feedback da lassen. Jetzt habt ihr ja schon ein paar Folgen gesehen. Auch gerne reinschreiben, ob ihr lieber seht, wenn ich schleiche oder lieber seht, wenn ich hier ein bisschen am Fighten bin und am Piu 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 und alle wegmache. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge. Ich freue mich drauf. Bis dann.